9. Januar, Bad Nauheim. Bad Nauheim TV möchte sich einen Einblick und Überblick verschaffen über die Hochzeitsmesse hier im Hotel Dolce. Pascal, was ist der Anlass für diese Veranstaltung und wie entwickelt sich diese? Ja, der Anlass für die Veranstaltung ist eigentlich ganz klar. Es gibt immer wieder sehr viele Heiratswillige und auch originell oder weniger originell wird Weihnachten wie auch Silvester sehr gerne dafür genutzt, dass der Mann in die Knie geht, sprich den Antrag ausspricht. Und was liegt da näher? Schockschwere Not. Es gibt viel zu tun, packen wir es an, Hochzeitsmesse Bad Nauheim. Und da wir mit dem Termin eigentlich immer, wie uns Aussteller und auch Besucher bestätigende Punktlandung haben, sprich ganz am Jahresanfang, ja, haben wir eigentlich immer eine sehr schöne Resonanz und die Leute sind emsig dabei, Adressen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und es kommt gut an. Wir machen die komplette Event, also die komplette Hochzeitsplanung, wenn Sie das möchten, von A bis Z. Also so, dass sich das Brautpaar quasi um nichts mehr kümmern muss. Wir haben immer hier Modelle am Stand, die umfrisiert werden. Die kommen mit eingelegten Haaren. Dann werden sie frisiert, wieder umfrisiert, aufgemacht, nochmal neu. Und da gucken die Leute eigentlich in der Regel ganz gerne zu und nehmen sich dann auch Prospekte mit. Also ich bin sehr positiv beeindruckt davon, wie viele Kunden oder wie viele Brautleute hier vorbeikommen und schauen und so eine Vielfalt auch sehen. Die ersten Eindrücke von heute Nachmittag sind für mich so, dass es also eine große Zusammenfassung vieler verschiedener Elemente ist, die man, also wenn man heiraten will, man kann sich doch einen sehr guten Eindruck verschaffen, angefangen vom Schmuck, die Kleidung. Ich habe jetzt gerade einen sehr interessanten Stand gesehen, einfach nur mit Hemdkrägen für die Herren, auch mit der Option, dass man also selbst sich ein Hemd schneidern, maßschneidern lassen kann.